Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, lieber Herr Professor Kepler. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu den Corona-Lectures der Ludwig-Maximilians-Universität. Hier im Studio, Herrn Kepler, und draußen an den Monitoren. Wir zählen zurzeit ungefähr 2600 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind mehr, als wir in unserem größten und in unserem zweitgrößten Hörsaal an der Universität an Menschen versammeln könnten. Und vielleicht ist das auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir die Krise, nämlich dass wir uns nicht an der Universität jetzt in diesen Zeiten treffen können, auch als eine Chance begreifen, nämlich als eine Chance, ein so großes Publikum zusammenzuführen. Ja. Heute beginnen die Corona-Lectures mit einem fulminanten Auftakt, mit einem Vortrag von Professor Kepler, der uns mitten hineinführen wird in die Thematik mit dem Titel Im Bann der Pandemie, Lösungsansätze aus der Sicht eines Virologen. Bevor ich, liebes Publikum, Ihnen Professor Kepler vorstellen werde, möchte ich noch ganz kurz etwas zur Idee der Corona-Lectures sagen und zur Organisation. Ja, apropos Hörsaal. Normalerweise würden wir uns jetzt in einem Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität befinden und wir würden die Ringvorlesung eröffnen. Die Ringvorlesung gehört zur Tradition der Ludwig-Maximilians-Universität. Es ist eine feste Institution. Es ist so etwas wie das Schaufenster der Universität in die Gesellschaft hinein. In jedem Wintersemester greifen wir ein gesellschaftlich brisantes Thema auf, das wir wissenschaftlich interessant beleuchten wollen. Unterschiedlichste Referentinnen und Referenten besprechen Aspekte dieses Themas. Wir laden Referentinnen und Referenten natürlich aus der LMU ein, aber natürlich aus der ganzen akademischen Welt. Und die Ringvorlesung ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Menschen kommen zu uns an die Ludwig-Maximilians-Universität, um die Universität hautnah zu erfahren und zu erleben. Hautnah, ja, das ist eben in Corona-Zeiten nicht möglich. Und so mussten wir uns Alternativen einfallen lassen. Die Ringvorlesung mussten wir verschieben. Das war nicht möglich mit unserem Publikum, aber auch mit unseren auswärtigen Referenten, die Ringvorlesung einfach in ein anderes Medium zu transferieren. Natürlich kann man sich weltweit dazuschalten, aber wir hätten gerade den auswärtigen Referentinnen und Referenten nicht den technischen Support bieten können, wie wir ihn hier vor Ort in München einfach zur Verfügung haben. Sollten wir stattdessen nichts machen? Nein. Das kam für uns nicht in Frage. Wir haben uns eine Alternative überlegt. Wir wollten also eine Vorlesungsreihe auf den Weg bringen, die von Anfang an auf das virtuelle Medium setzt. Und was sollte Ihr Thema sein? Nun, Ihr Thema sollte genau das sein, was uns überhaupt erst dazu gebracht hat, nach dieser Alternative Ausschau zu halten, nämlich Corona. Wir wollten eine Vorlesungsreihe machen, die viele Aspekte von Corona zusammenführt, Corona aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Mit diesen Corona-Lectures wollen wir drei Ziele verfolgen. Das erste Ziel ist, dass wir etwas zeigen wollten. Universitäten sind von Corona ganz stark natürlich beeinflusst. Denken Sie daran, im Sommer und damit auch im Sommersemester waren unsere Gebäude über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen. Aber was wir zeigen wollen, ist, dass Corona uns nicht substanziell berühren kann. Universitäten arbeiten weiter. Universitäten haben es geschafft, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Tat eine ganz grandiose Leistung, wenn Sie an die Größenordnung einer Universität wie der LMU denken, mit 54.000 Studierenden. Wir haben es geschafft, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, indem wir alle technischen Möglichkeiten genutzt haben, um Forschung und Lehre in andere Medien zu übertragen. Das war in der Tat schon eine ganz große Anstrengung. Und diese Anstrengung ist uns geglückt, weil sich so viele Menschen mit Engagement, mit Leidenschaft und mit ganz großer Flexibilität darauf eingelassen haben. Das sind die Studierenden, das sind genauso die Lehrenden und es sind natürlich die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Verwaltung. Also mit den Corona-Lectures zeigen wir, dass Universitäten auch in diesen Zeiten weiterarbeiten, weil sich die menschliche Neugierde, weil das Wissen wollen, sich auch durch eine Pandemie nicht für obsolet erklären lässt. Dann verfolgen wir aber noch ein zweites Ziel. Wir gehen davon aus, dass der Kampf gegen Corona auf einer einzigen Grundlage beruht. Und diese Grundlage ist der Versuch, Wissen über Corona rauszukriegen. Nur wenn wir etwas über Corona wissen, können wir überhaupt Corona bekämpfen.
Und Universitäten sind ganz herausragende Institutionen und Stätten der Wissensgenese, ja, der Wissensproduktion, sodass wir sagen können, der Kampf gegen Corona beruht auf der Arbeit von Universitäten. Das gilt auch für alle Firmen, die jetzt beispielsweise Impfstoffe herausbringen. Auch deren Wissen beruht tatsächlich auf solchen Institutionen wie eben der Universität. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Wir haben uns überlegt, ob wir nicht Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt bitten, hier dazu beizutragen. Aber das wäre nun in der Tat schwierig gewesen, Menschen hier nach München zu holen in Corona-Zeiten oder aber auch irgendwie den technischen Support wieder zu exportieren. Da hatten wir dasselbe Problem. Da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Natürlich, Wissensproduktion ist ein internationaler, ein globaler Prozess. Aber auch globale Vernetzungen beruhen auf lokalen Beinen. So haben wir uns gefragt, was kann die Ludwig-Maximilians-Universität, was können die vielen Ansätze zur Forschung zu Corona in unserer Universität zum Wissen über Corona beitragen? Und so haben wir die Vortragsreihe der Corona Lectures zusammengestellt. Und für diese Vortragsreihe wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen und ich kann Ihnen versprechen, es wird unglaublich spannend werden. Und dann würde ich ganz gerne noch etwas zur Organisation sagen. Nun, wir befinden uns hier in einem Studio und achten sehr genau darauf, den Abstand einzuhalten. Hier in diesem Studio sind noch andere Menschen, die uns helfen, aber das Studio ist groß. Den Abstand können wir tatsächlich immer einhalten. Wir bewegen uns hier, wenn wir nicht an unseren festen Plätzen sind, mit Maske. Wir achten sehr gut darauf. Und noch etwas. Wir machen in diesem Studio etwas, was man in einem Studio nie machen darf. Wir werden nämlich zwischendrin die Fenster öffnen, um auch wirklich regelmäßig und vorschriftsgemäß zu lüften. Dann mag es sein, dass Sie Geräusche von der Straße draußen hier herin hören. Aber auch das ist eine Maßnahme, wo wir sagen, wir wollen das einfach ernst nehmen, die Regeln mit Corona entsprechend in der Tat umzugehen. Ja, ich habe vorhin gesagt, normalerweise wäre ich jetzt in einem Hörsaal. Nun, unsere Kommunikation ist ein bisschen asymmetrisch. Ich hoffe, Sie können uns sehen und hören, aber wir können Sie nicht sehen und hören. Aber dennoch ist unsere Kommunikation nicht einseitig. Danach wollen wir mit Professor Kepler in eine Diskussion einsteigen und Sie können Fragen stellen, die Professor Kepler dann beantworten wird. Aber das ist natürlich genauso wie einer Vorlesung. Es können dann nicht alle drankommen und ich bitte sehr um Verständnis, dass bei fast 2600 Menschen also nicht jeder mit seiner Frage durchkommen kann. Wir werden also Fragen auswählen müssen, die ganz besonders interessant und relevant sind für unser Thema. Und wenn Sie sich an dieser Diskussion beteiligen wollen, dann nutzen Sie bei Ihrem Zoom-Bildschirm unten am Fenster die Funktion Fragen und Antworten und so können Sie dann mit uns in die Diskussion tatsächlich einsteigen. Ja, und dann darf ich Ihnen Professor Kepler vorstellen und ich freue mich ganz besonders, dass wir Sie gewinnen konnten und ich freue mich noch mehr, dass wir Sie für diesen Auftakt gewinnen konnten, denn das ist in der Tat der perfekte Auftakt, Lösungsansätze aus der Sicht eines Virologen. Professor Dr. Med. Oliver T. Kepler ist seit 2015 Vorstand des Max von Pettenkofer Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität und dort Leiter der Virologie. Er ist außerdem Principal Investigator am Genzentrum der LMU. Zuvor waren Sie Direktor des Instituts für medizinische Virologie und Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Retroviren am Universitätsklinikum Frankfurt. Also Sie sehen schon aus dieser Biografie, wie viel Kompetenz Herr Kepler mitbringt. Und daher ist es auch gar kein Wunder, dass Herr Kepler mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt wurde. Unter anderem erhielt er den Innovationspreis der Bioregionen Deutschlands, den Löffler-Frosch-Preis, den Heinz-Ansmann-Preis für AIDS-Forschung und den AIDS-Forschungspreis der Hector-Stiftung. Und Sie haben es schon herausgehört, ein weiterer Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist insbesondere die HIV-Forschung. Daneben gibt es aber noch andere Schwerpunkte. Ich nenne nur noch einen einzigen weiteren, nämlich seine wichtigen Forschungsergebnisse im Bereich der Behandlung von Blutkrebs. Natürlich, mit Corona hat sich der Schwerpunkt auch für Professor Kepler
verlagert. Und er ist ein Experte in der Tat für Corona und für die Corona-Pandemie. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir Sie gerade heute für diesen Auftakt gewinnen konnten. Ich freue mich ganz besonders auf Ihren Vortrag. Herr Keppler, bitteschön. Sehr geehrter Herr Professor Jaros, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Das Jahr 2020 war für uns alle ganz besonders. Niemand hätte erwartet, dass sich dieses Jahr so entwickelt und hat uns, glaube ich, vor Herausforderungen gestellt, die wir nie für möglich gehalten hätten. Professor Jaros hat es schon angesprochen. Natürlich auch für mich als Virologen war das ein ganz besonderes Jahr. Man musste die Forschung umorientieren, das Institut neu strukturieren und ich durfte auch beitragen, das LMU-Klinikum zu beraten im Kampf gegen diese Pandemie. Ich freue mich sehr, diese Corona-Lectures am heutigen Abend eröffnen zu dürfen und Ihnen einen Einstieg in dieses Thema aus Sicht eines Virologen zu geben. Ich werde in den nächsten 40, 45 Minuten versuchen, eine Bestandsaufnahme der Pandemie zu geben, Ihnen auch etwas über unsere aktuellen Forschungsprojekte erzählen und dann am Ende zu möglichen Lösungsansätzen, wie wir die Pandemie in den Griff bekommen können, übergehen aus Sicht der Virologie. Hier sehen Sie die Infektionszahlen über das Jahr 2020 verteilt. Zu Beginn gab es nur einige wenige Fälle in China und dann hat sich die Pandemie rasant ausgebreitet. Eine Pandemie ist eine Infektionskrankheit, die sich über Länder, Kontinente und auf alle Bevölkerungsgruppen ausbreitet. Und Sie sehen, die Wucht der Pandemie ist ungebremst. Die Fallzahlen steigen. Zuletzt haben wir die höchsten Neuinfektionszahlen jemals erleben dürfen. Das heißt, diese Pandemie ist eine Herausforderung, von der man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, dass sie eine der größten unserer Zeit und unserer Generation ist. Hier sehen Sie eine Übersicht, ein Dashboard, so nennt man das, der Johns Hopkins Universität, die hier weltweit eine sehr gute Statistik führt. Am Sonntag waren 54 Millionen Menschen mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion seit Beginn der Pandemie und etwa 1,3 Millionen Menschen sind verstorben. Sie sehen hier auch auf dieser Weltkarte angedeutet, die Größe der roten Kreise bedeutet die Anzahl der Fälle. Sie sehen, das Virus ist überall auf der Welt und hochaktiv in Europa, in Indien, Nordamerika und Südamerika insbesondere. Deutschland befindet sich ohne Zweifel mitten in der zweiten pandemischen Welle. Das sehen Sie hier unten. Hier war das Frühjahr im März, wo wir schon eine gravierende Infektionswelle erleben mussten. Über den Sommer hatten wir durchaus Entspannung mit teilweise nur noch 200 Neuinfektionen in ganz Deutschland pro Tag. Und jetzt sind die Zahlen wieder nach oben geschossen. Sie wissen das alle. Auch die Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern liegen und auf Intensivstationen, nimmt wieder deutlich zu. Das heißt, wir sind mitten in dieser Welle, die, man muss es klar sagen, auch der Saisonalität dieses Virus geschuldet ist. Der Mensch befindet sich mehr innen, ist nicht mehr in gut gelüfteten Räumen. Dieses Thema hatte Professor Jaros ja auch schon angesprochen. Wir müssen sicherstellen, dass wir eben auch gut gelüftete Räume innen haben. Und die Zeit, die wir jetzt einfach in Innenräumen verbringen, wird und hat dazu geführt, dass die Infektionszahlen nach oben geschossen sind. Die Karte von Deutschland, die hier dargestellt ist, sehen Sie, ist tiefrot. Nur der Nordosten hat noch etwas geringere Fallzahlen. Aber ich fürchte, das wird sich in den nächsten Wochen auch noch ändern. Wir sitzen alle in einem tiefroten Boot mit hohen Infektionszahlen. Pandemien sind aber grundsätzlich nichts Neues in der Menschheitsgeschichte. Das muss uns allen klar sein. Diese hat es in den letzten Jahrtausenden häufig und vielfältig gegeben. Ich habe Ihnen hier einige Beispiele mal dargestellt. In Blau sind einige bakterielle Erkrankungen. Die Cholera möchte ich hervorheben, die insbesondere auch Max von Pettenkofer, der Namensgeber unseres Instituts, beforscht hat und das München auch mehrfach heimgesucht hat, pandemische Wellen der Cholera. Es wurde, das wissen vielleicht auch nicht alle, auch dreimal das Oktoberfest abgesagt wegen Vibrio cholerae-Ausbrüchen in München. Wir haben natürlich die Pest, die im Mittelalter gewütet hat und andere Infektionskrankheiten durch Bakterien, aber auch die Malaria, die weltweit natürlich ein Riesenproblem ist und eine ganze Reihe von Viren, die hier aufgelistet sind, die man als pandemische Erkrankungen bezeichnen kann. Das heißt, grundsätzlich sind Pandemien für uns nichts Neues, auch wenn wir noch nie eine Pandemie, von der wir wissen, durch Coronaviren hatten. Was das genau ist, werde ich gleich noch näher erläutern.
Dieses Virus gehört zur Familie der Coronaviridae. Das ist ein virologischer Fachausdruck. Diese Viren werden übertragen, typischerweise von Tieren auf Menschen. Sowas bezeichnen wir dann als Zoonose. Was wir schon lange wussten, dass es banale, im Herbst häufig auftretende Atemwegsinfektionen durch Coronaviren gibt, häufig auch bei Kindern. Das sind vier verschiedene, die kannten wir schon lange. Und seit 2002 gab es drei neu erkannte zoonotische Übertragungen, also von Tier auf Mensch. 2002-2003, das ist der große Bruder des aktuellen Coronavirus, wenn man so will, das Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV-1. Das 2002 und 2003 wütete, aber glücklicherweise eingedämmt werden konnte und dann, wie wissen wir gar nicht so genau, wieder vom Erdball verschwand. 2012 wurde erstmals ein anderes Coronavirus festgestellt, das von Kamelen auf den Mensch übertragen werden kann, das MERS-Coronavirus. Dieses Virus ist wahrscheinlich schon seit langem in der insbesondere arabischen Population auch vorhanden und wird immer wieder auch von Kamelen übertragen. 2019 nun im Dezember, soweit wir wissen, von auf einem Markt in Wuhan übertragen, das neue Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund seines nahen Verwandtschaftsgrades mit dem ersten Coronavirus. Die Erkrankung nennt sich Covid-19. Der Wirt ist noch nicht ganz klar. Entweder ist es eine Art von Fledermaus, die auch die Übertragung des ersten SARS-Coronavirus verursacht hat, oder es sind Schuppentiere oder auch Marderhunde. Das ist noch nicht ganz klar. In all diesen Spezies gibt es eng verwandte Viren. Aber es ist nach allem, was wir heute wissen, sehr wahrscheinlich, dass eine dieser drei Spezies für die Übertragung auf den Menschen zuständig war. Wenn wir uns jetzt anschauen, wann diese Viren entdeckt wurden und welche Krankheitsausprägung sie mitbringen, sehen Sie hier in schwarz die vier banalen Coronaviren, die in den 60er Jahren und dann Anfang der 2000er entdeckt wurden, mit einer eher geringen Krankheitsausprägung. Ich sagte es, der banale Schnupfen, die banale Erkältung im Herbst und im Winter ist typisch für diese Viren. 2002 das SARS-Coronavirus mit einer hohen Krankheitsausprägung, hohen Sterblichkeit, darauf werde ich gleich noch eingehen. MERS hat auch eine hohe Sterblichkeit. Und eben im Dezember 2019 das neue Coronavirus. Und ich werde gleich noch auf die Krankheitsausprägung eingehen. Was sind die Hauptübertragungswege? Da haben wir viel Wissen dazu gewonnen in den letzten Monaten. Mensch zu Mensch ist sicherlich die Hauptübertragung dieses Virus. Und hier stehen die Tröpfchen und die Aerosole im Vordergrund. Die Aerosole, das sind die ganz kleinen, feinen Partikelchen, die ausgeschieden werden können, zum Beispiel beim Sprechen oder beim Singen, die dann länger sich in der Luft halten, in einem Raum schweben können und offensichtlich hier Infektionen auch hervorrufen können. Ich werde da gleich Ihnen noch ein paar Fakten zu zeigen. Die Infektion findet direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Das heißt, diese Tröpfchen, die Viren enthalten, gehen dann in die Atemwege des neuen Wirtes oder auch indirekt über die Hände und dann eben auf die Nase, Mund oder auch über Teile des Auges kann hier eine Infektion stattfinden. Was sind denn jetzt Risikokonstellationen? Singen, Schreien, Sprechen, ein Abstand von weniger als 1,5 Metern. Das haben Sie alle schon gelesen, alle schon gehört. Es ist auch erstaunlich, muss ich sagen, wie gut natürlich die Aufklärung und auch das Wissen in der Bevölkerung mittlerweile ist für dieses Virus. Schlecht gelüftete Innenräume, viele Menschen auf engem Raum. Man erinnert sich an Partys und Après-Ski-Veranstaltungen, in denen es viele Übertragungen gab. Auch die Länge des Kontaktes spielt eine Rolle. Und eine Studie, die gerade vor kurzem in Singapur veröffentlicht wurde, zeigte, dass Schlafen in einem gemeinsamen Raum oder auch gemeinsames Autofahren ganz spezifische Risiken in der Bevölkerung darstellen. Sie sehen also, die Konstellationen, die eine Übertragung fördern, sind vielfältig. Gehen wir noch mal kurz zu den Aerosolen über. Man könnte sie auch als schwebende Gefahr in geschlossenen Räumen bezeichnen. Was hier dargestellt ist auf diesem Bild, das sind die großen Tröpfchen, aber aus denen heraus entwickeln sich dann häufig auch noch feinere Tröpfchen, die sich, wie gesagt, länger im Raum halten. Was ist die Evidenz, dass diese Aerosole eine wichtige Rolle spielen? Wir haben diese schon vorher gekannt, aber ihnen noch nie eine so hohe Bedeutung beigemessen wie bei diesem Virus. Das Webasto-Cluster, der erste Ausbruch, von dem wir wissen, in Deutschland, hier im Süden von München, Ende Januar, legt nahe, dass es hier in einem engen Raum am Anfang
wahrscheinlich Übertragungen gab, die sowohl eine Mischung aus Tröpfchen als auch Aerosolen war. Dann gab es ein Restaurant in China ganz früh in der Pandemie, in dem man die Infektionen in diesem Restaurant nur so erklären kann, dass über Klimaanlagen, dass über verschiedene Stockwerke das Virus hinausgetragen wurde und so Infektionen stattgefunden haben. Dann gab es einige Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen, auf einem Flugzeugträger und, das haben Sie sicher auch alle noch in Erinnerung, die fleischverarbeitende Industrie war hier ein Hotspot für Ausbrüche. Und das interpretieren wir so, dass die Kälteumweltklimaanlagen oder dass die hier das Virus verteilt haben und so zu den massiven Infektionszahlen in der fleischverarbeitenden Industrie geführt haben. Mehrere Studien haben direkt nachgewiesen, und hier kommt die Virologie ins Spiel, dass im Aerosol, also in der Luft, zum Beispiel in Patientenzimmern oder in der Ausatemluft, man das Virus oder das Genom des Virus, seine RNA, direkt nachweisen kann. Das haben wir auch am Max-von-Pettenkofer-Institut durchgeführt, ganz früh mit Kollegen aus Schwabing, wo die ersten Patienten lagen, um hier einen Eindruck zu bekommen, ob das Aerosol eine wichtige Rolle spielen kann. Mir ist es wichtig, kurz auf die Testverfahren einzugehen, die verwendet werden, um das neue Coronavirus oder auch den Verdacht auf eine Erkrankung im Covid-19 zu sichern. Hier gibt es zuallererst mal die PCR-Tests. Sie weisen das RNA, das Virusgenom, die genetische Information des Virus nach in einem Abstrich, zum Beispiel im Mund oder im Rachen oder in der Nase. Dieser Nachweis ist der derzeitige Goldstandard, um das Virus zu erkennen und einen Patienten als Covid-19-Patienten zu identifizieren. Seit einigen Wochen in aller Munde sind die Antigen-Schnellteste. Hier weist man ein Eiweißmolekül des Virus nach, auch in solchen Abstrichen. Allerdings ist die Empfindlichkeit dieser Teste deutlich schlechter als die der PCR. Man wird nur jeden zweiten Infizierten erkennen können, was die Anwendung dieser Antigenteste in Risikobereichen durchaus problematisch gestaltet, ja, ich würde sogar sagen, für nicht ausreichend macht. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, wo man diese ganz speziellen Point-of-Care-Teste, die man also vor Ort als Schnelltest machen kann, wo man die anwendet. Das dritte sind die Antikörperteste, das darf man da nicht verwechseln. Sie weisen die Immunreaktion des Menschen auf die Infektion dar. Diese Nachweisverfahren sind sehr variabel und nicht gleichzusetzen mit einem Schutz vor der Reinfektion. Das heißt, auch wenn ich zeigen kann, dass jemand Antikörper hat und eine Infektion durchgemacht hat, ist das keine Garantie, dass man sich nicht reinfizieren kann. Es gibt bereits etwa 2 Dutzend sehr gut in der Literatur dokumentierte Berichte von Reinfektionen, was eben auch hinterfragt, wie lange nach einer durchgemachten Infektion der Schutz oder die Immunität vor einer weiteren Infektion denn wirklich ist. Wir unterscheiden auf einer zweiten Ebene noch reguläre Testgeschwindigkeiten, PCR oder Antikörper. Das ist hier dargestellt mit den Schnelltesten, die zumeist in weniger als einer Stunde ein Ergebnis ergeben. Wichtig ist mir zu sagen, dass die Testqualität muss immer und stets durch unabhängige akademische Labore getestet werden. Wir können und dürfen uns nicht alleine auf die Angaben von Herstellern verlassen. Das ist sehr wichtig, um hier eine Unabhängigkeit der Qualität und eben auch die Strategien entsprechend auszurichten. Die Empfindlichkeit des Tests, wie spezifisch er ist, wie praktisch, die Geschwindigkeit, seine Verfügbarkeit und natürlich in welchen Benutzungsbereichen man ihn in der Medizin, im Gesundheitswesen oder auch in der Bevölkerung einsetzt und am Ende des Tages auch der Preis sind hier wichtige Parameter. Gehen wir noch mal auf die Frage ein, die ja auch viel diskutiert wird, wie gefährlich ist denn dieses Virus nun wirklich? Ich möchte mich dieser Frage annähern und kurz eine kleine virologische Definitionskunde geben. Die Sterblichkeit, die Letalität, von der wir sprechen, ist die Zahl der Todesfälle an einer bestimmten Erkrankung geteilt durch die Zahl der spezifisch an genau dieser Erkrankung erkrankten Personen. Und erkrankt heißt hier, dass man wirklich im Labor nachgewiesen hat, dass hier eine Infektion mit dem neuen Coronavirus vorgelegen hat. Hier eine kleine Animation. Wenn hier 10 Menschen erkrankt sind, Sie sehen das an dem roten Kopf und sind mit diesem Virus infiziert, oder hier ist mal ein Beispielvirus, dann eine Person stirbt, ist das eine Letalität von 10%. Das ist leicht nachzuvollziehen. Bei dieser Erkrankung ist aber das Spezielle, dass wir auch relativ viele asymptomatische Personen haben. Das heißt Menschen,
die zwar infiziert sind, das Virus auch weitergeben können, aber gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Auf diesem Bild nochmal 10 dargestellt. In so einer Konstellation würde sich die Letalität dann auf 5% reduzieren. Das heißt, Sie sehen an diesem Beispiel, dass es wichtig ist zu wissen, wie hoch wirklich die Durchdringung einer Infektion in der Bevölkerung ist, um diese Zahl der Letalität annähernd richtig zu beurteilen. Lassen Sie uns mal in die Letalitäten verschiedener Viren reinschauen. Influenzaviren, das sehen Sie hier, hat eine enorme Variabilität. Es gibt Jahre mit einer Influenza, da ist die Letalität 1 in 1000, also 0,1%. Es gab aber auch schon pandemische Influenza-Infektionen, zum Beispiel die spanische Grippe, bei der wir davon ausgehen, dass die Letalität bis zu 7% war. Das heißt, Influenzaviren decken hier einen sehr breiten Rahmen ab. Das Ebola-Virus, das in Zentralafrika schon 2 Dutzend Ausbrüche hatte, auch von Fledermäusen und Flughunden übertragen wird und zuletzt 2014/15 in Westafrika wütete, hat eine Letalität von 50 bis 70%, also eine enorme Zahl. Das erste Coronavirus von knapp 10%. Damals fiel uns schon auf, dass das extrem altersabhängig ist. Das heißt, alte Menschen waren stark betroffen, junge sind fast gar nicht gestorben. Wie ist das nun beim neuen Coronavirus SARS-CoV-2? Aktuelle Schätzungen liegen bei einer Letalität von etwa 1%. Das ist auch wiederum extrem altersabhängig. Alte sind stark betroffen, junge Menschen deutlich weniger. Aber Vorsicht, es gibt auch junge Menschen, die unter 20-Jährige, die an dieser Erkrankung Covid-19 gestorben sind. Wir haben bei dieser Erkrankung viele asymptomatische und ungetestete Träger, was es schwierig macht, eine genaue Zahl hier für diese Letalität festzustellen. Es ist auch abhängig von der Demografie in Ländern. Länder mit jungen Menschen oder Kontinente sogar. Der afrikanische Kontinent hat einen Altersdurchschnitt von 19,7. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum glücklicherweise dieser Kontinent bisher weitgehend von schweren Infektionen, soweit wir wissen, verschont ist. Auch in welcher Phase der Pandemie man sich befindet und die Qualität des Gesundheitssystems, das können Sie sich vorstellen, sind natürlich wichtige Variablen. Jetzt will ich etwas ins Detail gehen. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen. Sprechen wir über Covid-19. Ich hatte es schon angedeutet, diese Erkrankung hat ein extrem breites Spektrum der Manifestation. 1/3, so schätzen wir, der Patienten sind asymptomatisch, haben keine Beschwerden. Man kann das festmachen mit, man weiß nicht, dass man infiziert ist selber und andere sehen es einem nicht an. Das muss einem klar sein. Diese Infektion kann immer unter uns sein, ohne dass wir es wissen. Einer bis 20 bis einer in 100 der Infizierten muss am Ende ins Krankenhaus. Und ich sagte es schon, das Risiko für eine schwere Erkrankung ist von einigen Parametern stark abhängig, Alter und Grunderkrankung. Das sind die sogenannten Risikopatienten zusammengefasst. Hier haben wir über 60-Jährige, starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Erkrankungen der Lunge, die vorbestehen, Immunschwächen aller Art oder auch ein Mann zu sein, ist ein erhöhtes Risiko. Frauen haben hier in der Tendenz bessere Verläufe. Jeder 10. der hospitalisierten Patienten, also die in ein Krankenhaus müssen, muss auf eine Intensivstation. Und wer einmal auf einer Intensivstation ist, dort versterben ca. 40%. Das sind schon enorme Zahlen. Ein Aspekt, der lange nicht so klar war und unterschätzt war, sind Spätfolgen von Covid. Im Angloamerikanischen nennt man das auch Long-Covid, weil man hier davon ausgeht, dass es eigentlich ein durchgängiger Prozess ist, dass hier eine Schädigung auftritt, die sich lange nach vorne zieht. Genesen, aber nicht gesund, fasst das so ein bisschen zusammen. Und hier ist es wichtig zu sagen, dass das auch gerade junge Menschen betreffen kann. Auch bei mildem akuten Verlauf, 1-2 Tage Fieber, ein bisschen Halsschmerzen. Und trotzdem haben wir immer wieder Fälle von jungen Menschen, die dann nach 4-5 Monaten ihr Studium nicht fortsetzen können, nicht mehr Auto fahren, sich nicht konzentrieren können. Das ist ein bisher noch unklar, wie groß der Anteil dieser Menschen ist, aber er besorgt uns sehr, da wir hier etwas haben, was natürlich das Leben dieser Menschen nachhaltig beeinflussen kann und das Gesundheitssystem und generell unser Leben beeinflusst. Was fassen wir unter diesem Long-Covid zusammen? Chronische Erschöpfungssyndrome, Leistungsverlust, aber auch Symptome wie Husten oder Atemnot, Probleme mit dem Herzen, mit dem Nervensystem, mit den Gelenken, Nierenfunktionseinschränkungen. Sie sehen, das ist ein bunter Strauß an Problemen, die hier berichtet wird. Ein Punkt, den ich aber hier auch unbedingt machen will, ist, weil das auch immer wieder in der Diskussion ist, Herdenimmunität durch Infektion. Also die Idee,
dass sich möglichst viele Menschen infizieren, die sich dann nicht mehr infizieren können. Insbesondere junge Menschen, die vermeintlich kein Risiko haben, ist ein sehr gefährlicher gesundheitspolitischer Ansatz. Das muss ich in aller Klarheit sagen. Hier sind zwei Probleme in dieser Argumentation. Das eine ist, wir wissen nicht, wie lange und ob überhaupt eine durchgemachte Infektion Immunität, also Schutz vor einer Reinfektion, überhaupt erzeugt. Zum Ersten. Und zum Zweiten würden sich Leute einem erhöhten Risiko aussetzen, auch an Long-Covid zu erkranken und eventuell starke Einschränkungen im Rest ihres Lebens zu haben. Das können wir nicht verantworten, zumindest aus Sicht der Medizin. Wie können wir uns schützen? Die Masken, da sind ja viele mittlerweile Experten. Hier habe ich Ihnen ein Bild zusammengestellt, in dem Sie ein paar Maskentypen sehen, weil es da doch einige Missverständnisse gibt. Das ist die Maske, die die meisten von Ihnen kennen, der sogenannte Mund-Nasen-Schutz oder chirurgischer Mund-Nasen-Schutz oder medizinischer Mund-Nasen-Schutz, der zertifiziert ist und der insbesondere dadurch hervorsteht, dass er hochstandardisiert ist, mehrere Prüfverfahren durchlaufen hat, ist ein Einwegprodukt. Der schützt vor allem die anderen, also hat einen guten Fremdschutz, aber auch einen gewissen, wenn auch reduzierten Selbstschutz. Also ich schütze mich auch, selbst wenn ich diese Masken hier trage. Die zweite sind die sogenannten Community-Masken, hier rechts mal exemplarisch dargestellt, zum Beispiel aus Baumwolle. Sie sind nicht standardisiert, klar, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, haben durchaus auch eine geringere Schutzwirkung, haben einen erhöhten Atemwiderstand und je nach Dichtigkeit sind sie natürlich dann auch teilweise unangenehm zu tragen, insbesondere im Sommer. Diese Masken haben aber auch einen guten Fremdschutz, insofern auch wichtig, sie zu tragen, wenn man keine anderen zur Hand hat, haben aber nach neuesten Studien aus Japan einen geringeren Selbstschutz. Das heißt, wann immer möglich, würde ich diese chirurgischen Mund-Nasen-Schutzmasken empfehlen. Dann haben wir noch ganz spezielle Produkte, das sind die sogenannten FFP2- und 3-Masken. Die werden eigentlich typischerweise in Kliniken verwendet und zunehmend jetzt aber auch für Risikopatienten zu Hause. Die haben einen sehr guten Selbst- und Fremdschutz, aber hier zu empfehlen sind natürlich insbesondere die ohne Ventil. Die haben beide Positivmerkmale, wohingegen die mit einem Ventil, wie hier dargestellt, schützen einen zwar selber, aber nicht das Umfeld. Ich denke, man sollte immer versuchen, beides natürlich zu ermöglichen. Weil das auch immer wieder hinterfragt wird, lassen Sie mich kurz etwas zu Studien sagen, die die Wirksamkeit von bestimmten Maßnahmen unterstützen. Hier dargestellt ist eine große Meta-Analyse, eine Beobachtungsstudie von 172 Studien, die in 16 Ländern durchgeführt wurden. Das wurde in The Lancet, einem renommierten Fachjournal, publiziert. Und da zeigte sich, dass ein Abstand von mehr als einem Meter Tragen von Masken und Schutzbrillen im medizinischen Kontext, weil dort eben auch Spritzinfektionen stattfinden können, offensichtlich einen positiven Effekt haben. Hier eine sehr interessante Arbeit aus den Proceedings of the National Academy of Sciences vom Juni diesen Jahres. Da wurde dargestellt, dass in New York City gegenüber dem Rest der USA ab einem gewissen Zeitpunkt dann ein Maskenzwang eingeführt wurde. Das führte dann zu einem schönen Abfall der Infektionsraten, wohingegen im Rest der USA, hier die Zahlen dargestellt, zwar die Leute auch freiwillig zu Hause blieben, so wie hier in New York auch, aber eben nicht zusätzlich die Masken empfohlen wurden und auch nicht Maskenpflicht eingeführt wurde. Auch diese Studie legt nahe, dass Masken schützen, Masken helfen. Und das ist ja auch glücklicherweise mittlerweile weit fortgeschritten in unserem Bewusstsein, dass hier ein stark positiver Effekt stattfindet. Vor etwa 2 Monaten kam die Diskussion auf, ob das neue Coronavirus sich abgeschwächt haben könnte, vielleicht bald nur noch ein Schnupfenvirus ist, alles ganz harmlos, alles nicht mehr so wild. Dem muss man eine klare Absage erteilen. Weltweit gibt es keine genetischen Veränderungen des Virus, und das müssten wir fordern, dass sich das Virus wirklich verändert hat, die darauf hinweisen, dass das Virus weniger pathogen geworden ist. Aktuell, das galt bis vor wenigen Wochen noch, das ändert sich gerade, waren in Deutschland mehr junge Menschen infiziert und hatten damit auch, ich sagte es, bessere Verläufe, weil sie weniger schwer krank werden. Wir haben auch unsere Testkapazitäten vom März um Faktor 3 bis 4 erhöht. Das heißt, wenn man mehr testet, erkennt man auch mehr asymptomatische Patienten. Auch das hat zu diesem falschen Bild vielleicht geführt, dass das ja alles nicht so schlimm ist. Auch zum Glück schützen sich ältere und Risikopatienten jetzt besser, tragen häufiger Masken, halten mehr Abstand, als das noch im März, April war. Auch hier ist natürlich ein positiver Effekt zu verzeichnen. Und die Kliniken können Menschen
optimierter, besser behandeln im deutschen Gesundheitssystem. Diese Grafik zeigt das nochmal eindrücklich. Die weltweiten Todesfälle sind jetzt hier auf einem stabil hohen Niveau und steigen jetzt gerade wieder an. Also von einer Abschwächung kann nicht die Rede sein. Ich glaube, es ist wichtig, in der Bekämpfung der Pandemie einmal links und rechts zu schauen, auch für Deutschland, und zu sehen, wie andere Länder die Pandemie oder die Epidemie jeweils in ihrem Land gemeistert haben. Und hier gibt es, denke ich, ganz gute Hinweise auf effektive Maßnahmen der ersten Welle, insbesondere aus Asien. Ich habe hier mal zwei Länder zum Vergleich für Sie mitgebracht. Schweden auf der einen Seite und Japan auf der anderen Seite. Sehr unterschiedlich in ihrer Größe. Schweden hat etwa 10 Millionen, Japan 126 Millionen Einwohner. Und wir hatten hier pro 1 Million Einwohner in Schweden seit Beginn der Pandemie 603 Tote, in Japan 14. Ja, das sind etwa 40 Mal weniger Tote pro Bevölkerung. In der ersten Hälfte dieses Jahres war Covid-19 die dritthäufigste Todesursache in Schweden. Aktuell, vor zwei Tagen, waren 5.764 Neuinfektionen bei 10 Millionen Einwohnern. In Japan mit 12-mal mehr Einwohnern waren es nur 1.600. Also die Pandemie hat dieses Land deutlich besser im Griff. Was haben diese Länder unterschiedlich gemacht? Nun, Schweden, das wissen Sie alle, hat auf Freiwilligkeit gesetzt. Das ist hier aufgelistet, darauf will ich eigentlich gar nicht im Detail eingehen. Das können Sie selber gerade durchlesen. Aber ganz wichtig, es wurde explizit keine Maskenempfehlung ausgesprochen. Warum, ist mir persönlich schleierhaft. Was hat Japan gemacht? Zwischen Ende Februar und Ende Mai wurden einige Dinge angeordnet. Keine Massenveranstaltung. Aus heutiger Sicht wissen wir, das war sicherlich eine sehr kluge Maßnahme. Einreiseverbote aus Risikoregionen, das haben wir auch gemacht. Schulschließungen wurden für einen bedingten Zeitraum durchgeführt. Aber interessant, Geschäfte, Friseure, Hotels, Gastronomie waren weitgehend offen. Aber ich glaube, das, was entscheidend ist, kommt hier unten. Die japanische Bevölkerung hat war sehr bereit, sich an den Empfehlungen diesen freiwilligen Maßnahmen zu richten und entsprechend ihr Leben zu gestalten. Homeoffice wurde flächendeckend eingeführt und Social Distancing empfohlen. Die Bevölkerung wurde angehalten, 80% der Sozialkontakte zu reduzieren. Das erinnert ganz stark an das, was die Kanzlerin jetzt auch vorschlägt mit 75%. Das ist eine ganz effektive Maßnahme, wie es aussieht, die Privatkontakte zu reduzieren. Und die Maskenempfehlung. Japan hat wie viele asiatische Länder im Winter schon lange eine Tradition, Masken zu tragen bei der Influenza. Deswegen war es für die Bevölkerung auch nichts Neues, nichts Ungewöhnliches, das hier auch zu machen. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen, wenn man sieht, wie gut dieses Land die Pandemie meistert. Und es gibt sogar zwei Länder, die, wenn man so will, vielleicht in der gleichen Kategorie oder eines sogar, würde ich sagen, noch besser das macht. Das ist Taiwan. Taiwan hat mit 27 Millionen Einwohnern insgesamt in der gesamten Pandemie 602 Infektionen gehabt und 7 Tote. Im Prinzip hat dort die Pandemie nicht stattgefunden. Dieses Land hat sehr rigoros gehandelt. Auch Distancing, Masken und schnelles Tracing der Infektionen hat diesen unglaublichen Erfolg ermöglicht. Südkorea auch hat die Infektion sehr gut im Griff. Also es gibt Länder, die bekommen das hin. Lassen Sie mich kurz etwas über unsere Beiträge zur Coronavirus-Forschung am Max-von-Pettenkofer-Institut und zusammen mit unseren Kollaborationspartnern Ihnen hier zeigen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Das eine in Zusammenarbeit mit Professor Karell und Kollegen hier von der LMU. Testen wir hochselektive gegen das Virusgenom gerichtete siRNAs. Das sind kleine Schnipselchen, die im Prinzip eine Share-Funktion vermitteln können in der Zelle, dass das Virusgenom dann klein gehackt wird. Und diese Todesmoleküle, wenn man so will, werden in Lipidtropfen verpackt und können dann die Zellen hocheffektiv schützen. Das ist hier unten dargestellt. Hier sehen Sie, wenn man Virus aufsteigend auf Zellen gibt, dann sterben diese Zellen zunehmend ab an der Coronavirus-Infektion. Wenn man die aber vorbehandelt mit diesen siRNAs, und zwar in verschiedenen Konzentrationen der siRNAs, überleben diese Zellen wunderbar, sind völlig geschützt vor der Infektion. Das ist also eine hervorragende Schutzwirkung, die diese siRNA hat. Und das entwickeln wir zusammen mit Professor Karell und seinen Mitarbeitern weiter. Das zweite Beispiel ist hier dargestellt. Das ist eine Zusammenarbeit mit Professor Gudermann und Kollegen, auch hier von der LMU.
untersuchen wir einen neuen Wirkstoff, eine neue Wirkstoffklasse, die auch das Virus hemmen kann. Hier links sehen Sie Remdesivir, ein Medikament, das in der Klinik auch verwendet wird. Hier wieder das Sterben der Zellen abhängig von der Virusdosis, die man dazu gibt. Und hier sehen Sie zwei Konzentrationen des Medikaments Remdesivir. Hier eine geringere, hier eine höhere. Sie sehen, diese hohe schützt auch, so wie die S-IRNA, komplett die Zellen vor dem virusvermittelten Zelltod. Der neue Wirkstoff, den wir untersuchen, ist noch nicht so ganz so gut, aber schon im Prinzip sehr vielversprechend, kann sehr lange die Zellen am Leben erhalten. Und nur wenn sehr viel Virus draufgegeben wird, dann sterben auch diese Zellen. Das ist sicherlich ein erstes interessantes Molekül, das man aber in den kommenden Monaten und vielleicht Jahren dann weiterentwickeln kann. Das dritte ist hier dargestellt. Das sind genetische Untersuchungen, die wir durchführen an Genomen des Virus, die aus Patientenabstrichen gewonnen werden. Hier konnten wir zeigen, das sind Viren, die von Patienten am LMU-Klinikum genommen wurden und untersucht wurden. Und hier kann man regionale Fingerabdrücke der Viren, die sich doch immer ein kleines bisschen unterscheiden, nehmen und nachweisen, dass es am LMU-Klinikum in einer Zeitachse hier von der Mitte war Ende Februar und hier raus bis Ende April dargestellt, kann man verschiedene Bäumchen hier darstellen, die genetische Unterschiede in einem phylogenetischen Baum darstellen. Und hier zum Beispiel haben wir ein Cluster, hier sehen Sie auch kleine Skisymbole. Da haben Skifahrer, die in den Alpen Skifahren waren, hier in den Dolomiten, in Wolkenstein, das Virus zurückgebracht nach München. Und das hat dann hier diese Infektionskette in der Bevölkerung ausgelöst und diese Fälle konnten wir nachweisen. Oder aus Südtirol kamen Skifahrer zurück oder aus Ischgl. Sie erinnern sich, die Ischgl-Après-Ski-Partys waren ja in aller Munde. Auch hier gab es einige Einschläge bei uns am Klinikum und auch in der Münchner Bevölkerung. Interessant ist, dass wir auch einige Virusisolate nachweisen konnten, die verwandt sind mit dem Heinsberg-Karneval. Das heißt, diese Viren sind entweder aus der Heinsberg-Region zurück nach München gekommen oder von einer gemeinsamen Station ausgegangen. Interessanterweise, das Webasto-Cluster ist dann hier abgestorben, wenn man so will. Das heißt, hier haben die Schutzmaßnahmen, die eingeführt wurden durch das LGL und den Freistaat Bayern, sehr gut gewirkt und somit die Infektion unterbunden werden können. Eine Studie, die am LMU-Klinikum durchgeführt wurde, zeige ich Ihnen hier noch zum Abschluss, die All-Corona-Care-Mitarbeiterstudie. Hier haben wir uns gefragt, wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am LMU-Klinikum sich mit dem Virus infiziert haben und was es für Risikokonstellationen gab. Wir haben quer durch alle Berufsgruppen das untersucht und haben 7.554 freiwillige Teilnehmer getestet und am Ende herausgefunden, dass 2,2% der Mitarbeiter mit dem Virus Kontakt hatten, eine Infektion durchgemacht hatten und konnten einige Risikokonstellationen hier identifizieren. Das ist hier nur ganz kurz dargestellt, dass der Kontakt sowohl im privaten Sektor mit Freunden oder auch Familie ein hohes Risiko für eine Infektion darstellt, aber auch Kontakt zu Kollegen oder Patienten, wo hier Risikosituationen wahrgenommen wurden, hat durchaus das Infektionsrisiko erhöht. Lassen Sie mich noch etwas über Impfungen sagen. Sie sind eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin, das ist ohne Zweifel. Und im März wird Professor Hölscher Ihnen auch mehr über die am Tropeninstitut des LMU-Klinikums durchgeführten Untersuchungen hierzu sowohl in der Bevölkerung als auch in Impfstudien aufzeigen. Impfungen haben viel Leid und Tod in der Welt verhindert und waren wirklich für uns hervorragende Erfahrungen. Hier ist eine Liste von Infektionen, die ich aufgeführt habe, Masern, Mumps, Röteln, bis hin zum Gebärmutterhalskrebsimpfung gegen HPV, die vor kurzem eingeführt wurde. Das sind alles Impfungen, die wirklich eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen im Gesundheitssystem darstellen. Wie sieht das mit dem neuen Coronavirus aus? Es gibt über 150 laufende Projekte, die weltweite Anstrengung vieler brillanter Forscher und Konsortien hat es noch nie gegeben und viele Impfstofffirmen sind hier involviert. Es gibt bisher noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen Mitglieder der Coronaviridae, was uns durchaus Sorge gemacht hat, weil es eine ganz neue Familie ist, gegen die wir versucht haben, einen Impfstoff bis natürlich zur Marktreife zu bringen. Es gab schon Entwicklungen, die in einem früheren Stadium gestoppt waren. Alle hoffen, das muss man auch sagen, auf einen sogenannten Superimpfstoff, einen, den es vielleicht in dieser Form so nie geben wird. Einer, der
sicher ist, hochwirksam gegen die Infektion und die Erkrankung für alle Alters- und Risikogruppen einen langhaltenden, ja idealerweise lebenslangen Schutz vermittelt, skalierbar in der Impfdosisproduktion. Hier reden wir natürlich von Hunderten von Millionen bis Milliarden und rasch durchführbar in der Impfung. Letzte Woche gab es Zwischenergebnisse aus einer Pressemitteilung des Herstellers BioNTech und Pfizer, die ein echter Lichtblick waren in der Impfstoffentwicklung. Das ist ein mRNA-basierter Impfstoff. Hier wird ein Genschnipselchen quasi in den Menschen injiziert, um dann eine Produktion eines Virusproteins herzustellen und dann eine Immunantwort hervorzurufen. Dieser Ansatz scheint zu funktionieren. Die Hersteller berichten, dass es keine schweren Nebenwirkungen gab, was schon mal ein sehr wichtiger Schritt ist. Eine hohe Wirksamkeit von über 90% wurde beschrieben und es verhinderte offensichtlich milde Verläufe von Covid-19. Die Fragen, die aber noch offen sind, sind, verhindert es auch schwere Infektionen? Verhindert es auch asymptomatische Verläufe? Schützt es alle Risikogruppen, insbesondere die Alten? Wie lange hält denn dieser Impfschutz an? Hält er vielleicht nur 3 Monate, 6 Monate oder viele Jahre? Und kann vielleicht die Impfung auch Langzeitfolgen haben? Das sind alles Dinge, die wir bisher nicht beantworten können. Eine tolle Nachricht war gestern nochmal, auch mit einem ähnlichen Impfprinzip, ein mRNA-Impfstoff einer Firma in den USA, Moderna, die eine ähnliche Effektivität aufzeigte. Was für mich das besonders erfreulich ist, dass offensichtlich 2 unterschiedliche Firmen auf 2 unterschiedlichen Wegen gefunden haben, dass das effektiv sein kann. Wir müssen die nächsten Wochen und Monate hier abwarten, aber das ist zumindest schon mal eine sehr gute Nachricht. Allerdings muss man auch sagen, dass hin zu einer Herdenimmunität durch Impfung wir eine große Herausforderung noch vor uns haben. Hier gab es Anfang November einen Kommentar in The Lancet, den ich Ihnen hier in dieser Tabelle zusammengestellt habe. Hier sind mal 4 Impfstoffe exemplarisch aufgezeigt, die unterschiedliche Effektivitäten haben. Das hier wäre der Traumimpfstoff mit einer 100%igen Effektivität. Das heißt, jeder, der geimpft wird, ist geschützt vor Infektion und Erkrankung. Die Dauer des Impfstoffs sollte lebenslang sein. Dann benötigen wir für eine Herdenimmunität bei diesem Virus 60-72% durch Impfung der Bevölkerung. Ein Impfstoff, der aber nur in Anführungszeichen 80% Effektivität hat und lebenslang schützt, da bräuchten wir schon 75-90% Durchimpfung. Sie sehen hier die Variablen. Wenn die Dauer der Immunität nicht lang ist oder die Effektivität runtergeht, müssen wir praktisch die ganze Bevölkerung impfen, um diesen Schutz zu bekommen. Das wird also eine große Herausforderung für uns sein, hier diese Art von Herdenimmunität zu erreichen. Was wir brauchen werden, sind Phase 4 klinische Studien, die also nach der Einführung, nach der Zulassung dieser Impfstoffe weiter die Langzeiteffekte zur Sicherheit und Effektivität beobachten und eben insbesondere auch Untergruppen der Geimpften, eben auch die Risikopatienten genau anschauen. In den abschließenden 2 Folien möchte ich noch kurz einen Ausblick geben. Welche Phasen der Pandemie liegen jetzt noch vor uns? Es muss uns klar sein, dass bis April 2021 wir keine klimatische Erleichterung auf der Nordhalbkugel erwarten dürfen. Das ist anders als bei der ersten pandemischen Welle, wo erst im März hier die Zahlen stiegen und der April relativ warm war. Das heißt, wir haben 5 Monate vor uns, in denen das Klima keine Erleichterung bringt. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren pandemische Wellen mit hoffentlich abnehmender Wucht kommen und gehen werden. Es muss uns klar sein, dass 2021 kann nicht das Jahr sein, in dem das Licht angeschaltet wird und die Pandemie vorbei ist, auch wenn wir uns das alle sehr wünschen. Dieses Virus wird nicht mehr vom Erdball verschwinden und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, es zu vertreiben. Mit welchen Maßnahmen können wir es in den Griff bekommen? Ich glaube, ich möchte mal provokativ sagen, es braucht weder hocheffektive Impfstoffe noch Wundermedikamente, um diese Pandemie zu kontrollieren. Was wir aber uns alle klar machen müssen, das sind einheitliche, längerfristige, nationale Maßnahmen. Die habe ich hier mal aufgeführt. Das ist das Social Distancing. Ich hatte es schon angesprochen und das wird ja auch von der Bundeskanzlerin sehr positiv gesehen. Im öffentlichen Raum sollten wir konsequent Masken tragen, Abstand halten und lüften. Wir müssen die Hochrisikogruppen schützen und die Bereitstellung auch durch die Länder oder den Bund von Masken halte ich für eine sehr gute Idee.
Eine effektive Corona-Tracing-App, die Kontaktverfolgung muss möglich sein. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft hier auch die Diskussion führen, ob wir den Datenschutz nicht eventuell für diesen Fall lockern sollten, um eine höhere Effizienz zu ermöglichen. Das ist sicherlich eine gesellschaftliche Diskussion, die mir sehr wichtig ist. Wir müssen Risikokonstellationen differenziert vermeiden. Das heißt, nicht alles über einen Kamm scheren. Wo Risikokonstellationen gering sind, können wir vielleicht auch Bereiche offen lassen. Und smartes Testen. Wir können nicht schlechte Teste an Hochrisikobereichen haben. Wir müssen schauen, welcher Test für welche Konstellation das Richtige ist. Und mir ist es wichtig, wir brauchen eine bunte Medienkampagne. Das heißt, wir brauchen auf allen Kanälen die Kommunikation dieser wichtigen und relativ einfachen Regeln. Nur dann kommen wir alle voran. Diese langfristigen einheitlichen Maßnahmen wären mein Wunsch, zusammen mit eben teileffektiven Impfstoffen, die ja vielleicht wirklich am Horizont sind, und das gemeinsam wird die Ausbreitung des Virus verlangsamen können und hoffentlich eine Überlastung unseres im Prinzip sehr starken Gesundheitssystems verhindern. Bessere Behandlungsmöglichkeiten in den Kliniken werden dann, das hoffen wir sehr, auch die Letalität senken. Wir sitzen alle im gemeinsamen Boot in stürmischer See, und nur mit vielfältigen effektiven Maßnahmen und dem gesellschaftlichen Konsens zur Einhaltung dieser Maßnahmen können wir mittelfristig wieder Normalität in unserer Gesellschaft zurückgewinnen. Ich möchte am Ende danken, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, die zur Bekämpfung der Pandemie im Gesundheitswesen und in der Forschung beitragen. Das war für alle ein extrem herausforderndes Jahr, und der Dank kann nicht groß genug sein. Aber ich möchte auch allen Menschen danken, die durch ihr Verhalten, jeder Einzelne, die Ausbreitung des Virus verhindert. Und zuletzt, extrem wichtig für uns, den Förderorganisationen, die sehr unbürokratisch unsere Forschung in den letzten 9 Monaten ermöglicht haben. Unterstützung durch die LMU-Hochschulleitung, den Freistaat Bayern, Bayerische Forschungsstiftung, die Medizinische Fakultät, das Klinikum und auch national das BMBF. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf Ihre Fragen aus dem Chat. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Keppler, für diesen unglaublich spannenden Vortrag. Es ist ja nicht so, dass es uns an Informationen über Corona mangelt. Was wir wirklich nötig haben, ist Wissen über Corona. Und ich muss sagen, einen solch kompakten und systematischen und gleichzeitig so klaren Vortrag, das ist mir bislang noch nicht untergekommen. Dafür meinen herzlichen Dank. Und das ist nicht nur mir so gegangen. Wir haben ja die Möglichkeit, mit unserem Publikum zu kommunizieren. Und es gibt aus dem Publikum eine Fülle von Feedbacks, die wirklich sehr dankbar sind, genau für diese wunderbare, klare Darstellung. Das wollte ich Ihnen gleich übermitteln. Uns wurde auch übermittelt, dass in einigen Fällen das Bild etwas unscharf war. Das tut uns sehr leid und ich möchte mich auch dafür entschuldigen. Aber es gibt Abhilfe. Nun, heute ist der 17. November. Wir begegnen uns live auch über das Medium. Aber wenn Sie das nochmal klar anschauen wollen oder aber wenn Sie sagen, naja, das war ganz interessant, das sollte doch mein Nachbar, mein Freund, Familienangehörige, die sollten sich das auch nochmal zu Gemüte führen, diese Möglichkeit gibt. Denn dieser Vortrag wird in einigen Tagen, vielleicht Ende der Woche, vielleicht in einer Woche, je nachdem, wie schnell wir technisch zurande kommen, auch nochmal als Konserve abrufbar sein, und zwar auf dem LMU-YouTube-Channel. Da können Sie das noch mal anschauen. Das sage ich auch deswegen, weil uns natürlich, wie zu erwarten war, eine Fülle von Fragen erreicht hat. Viele Fragen gehen über den engeren Fokus Ihres Vortrags hinaus, sind auch allgemeiner medizinisch gefasst. Vielleicht können wir die auch gar nicht heute alle beantworten, aber solche medizinischen Fragen können vielleicht im Laufe der Vorlesungsreihe noch eine Rolle spielen. Corona ist eine Krankheit, von daher spielt die Medizin natürlich auch eine ganz besondere Rolle, quantitativ und qualitativ in unserer Vortragsreihe. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, auch an anderen Abenden diese Fragen vielleicht noch mal einzubringen. Ja, aber gehen wir doch mal zu den Fragen über.
Ich hatte Sie am Anfang auch vorgestellt und Sie haben sich ja auch mit AIDS beschäftigt, haben ja auch ganz am Anfang bei dem Überblick über die Pandemien AIDS nochmal vorgestellt. Eine Frage lautet, was ist denn der Unterschied zwischen Corona und AIDS oder anders gesagt, warum bemühen wir uns jetzt und können uns so sehr bemühen bei Corona um einen Impfstoff und warum wurde das jedenfalls nicht öffentlich bei AIDS nicht so in Angriff genommen? Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich war AIDS die dominierende Pandemie, die in den 80er Jahren aufflammte, wo auch ganz ähnliche Situationen ist natürlich ein anderer Übertragungsweg. Damals zu Beginn der Pandemie war es auch viel über Blutprodukte bei IV-Drogenabuse, aber natürlich der sexuelle Übertragungsweg ist der häufigste dann von Mutter auf Kind. Also es ist eine andere Art der Übertragung als Pandemie, glaube ich, war und ist sie immer auch ganz hoch im Fokus gewesen. Aber diese Viren unterscheiden sich von ihrer Biologie und von der Leichtigkeit oder eben nicht Leichtigkeit der Impfstoffentwicklung. HIV hat noch ein paar mehr Tricks in petto, wenn man so will. Das kann sich genetisch deutlich schneller verändern als das neue Coronavirus. Das neue Coronavirus hat zwar auch Veränderungen, aber zum Glück nicht in dem Maße, dass es offensichtlich für unser Immunsystem zum jetzigen Zeitpunkt da ein Problem darstellt. Thema Impfstoffentwicklung hier, das kann man zwar nicht abschließend beurteilen, aber zumindest ist es so, dass wir hier zuversichtlich sind, dass die genetischen Veränderungen nicht da das Hauptproblem darstellen. Das ist bei HIV ganz anders. Wir haben eine genetische Vielfalt in jedem einzelnen Patienten, die so groß sind, dass es hier sehr schwer ist, eine Impfstoffentwicklung gut voranzubringen. Also es wurden sehr viele ambitionierte Impfstoffprojekte und sind auch noch am Laufen. Es ist nicht so, dass wir das aufgegeben hätten, aber das ist eine ganz harte Nuss, die zu knacken ist. Da hoffe ich, dass vielleicht auch der Impetus, der durch die Impfstoffforschung jetzt bei Corona hervorgerufen wird, für die eine oder andere Krankheit, für die wir leider noch keinen Impfstoff haben, da ist HIV dabei, AIDS, da ist Malaria dabei, Tuberkulose, Dengue-Fieber, das sind alles weltweite pandemische Erkrankungen, über die nicht mehr so viel geredet wird, aber die auch extrem viel Leid und Tote jedes Jahr hervorrufen. Ja, lassen Sie uns gerade bei dem Thema Impfung noch bleiben. Wir sind ja jetzt in den letzten Tagen ganz hoffnungsfroh gestimmt über diese Nachrichten, dass da ein Impfstoff in greifbare Nähe gerückt ist. Es kommt eine Frage, die das Ganze ein bisschen kritisch beleuchtet. Diese Frage lautet, wenn Antikörper nicht zu einem Schutz vor einer Reinfektion führen, können dann Impfungen die Pandemie tatsächlich beenden? Sehr gute Frage. Also ich glaube, da geht es ja wir nennen das Correlate of Protection. Also was ist das Korrelat des Immunsystems, das wirklich eine Infektion verhindert? Ich wollte das nicht in dieser Deutlichkeit, da bin ich vielleicht missverstanden worden, sagen, dass Antikörper nicht schützen können. Nur wir wissen es noch nicht genau, was es wirklich ist, was die Infektion beim Immunsystem hervorruft. Da ist Antikörper ja nur ein Weg. Der andere ist die T-Zell-Antwort. Da gibt es noch einen weiteren Arm des Immunsystems. Dann gibt es noch eine angeborene Immunantwort, die auch noch eine Rolle spielen kann. Also wir haben verschiedene Antworten und Antikörper ist nur eine davon, von denen wir wissen, dass sie durch die Infektion, durch das neue Coronavirus ausgelöst werden im Körper. Welche davon die schützende ist für eine Reinfektion, wissen wir nicht. Man darf auch, also der wichtigste Beweis für die Effektivität eines Impfstoffs sind die Daten, die von den beiden Herstellern jetzt, die wir aus den Pressemitteilungen kennen, der Schutz vor Infektion. Da ist es uns, wenn man so will, eigentlich egal, ob das über die Antikörper geht, über die T-Zellen oder irgendeine andere Art der Immunantwort, sondern wichtig ist, dass wir diesen Immunschutz hinbekommen. Schutz vor Infektion und Erkrankung ist das Wichtigste. Und das sieht so aus, scheinen diese beiden mRNA-basierten Impfstoffkandidaten Stand heute auch leisten können. Insofern, das macht Hoffnung, aber es ist wahrscheinlich komplexer als nur ein Thema mit Impfstoffen und Antikörpern, die durch Impfstoffe hervorgerufen werden. Ja. Es gibt jetzt eine kritische Frage oder mehrere kritische Fragen zum Thema Letalität, die Sie aufgeworfen haben. Sie haben von ungefähr 1% gesprochen und ein Hörer oder eine Hörerin fragt kritisch nach, reicht dieses Prozent schon aus, um tatsächlich von einer hochgefährlichen Krankheit zu sprechen? Vielleicht bleiben wir erstmal bei dieser Frage. Sehr gerne, ja. Ich glaube, man darf nicht alleine oder das sind, wie Sie gesehen haben oder wie ich versuchte, als Annäherung darzustellen, das sind natürlich bis zu einem gewissen Grad Zahlenspiele, die gewisse Unschärfen haben. Also wir kennen sicherlich nicht jeden, der an dieser Erkrankung verstorben ist. Das messen wir nicht mit Sicherheit. Aber insbesondere auch die
asymptomatisch, und ich sagte es ja, ist eine wichtige Variable. Aber die Gefährlichkeit eines solchen Virus definiert sich, und deswegen finde ich auch diese Vergleiche mit der Influenza immer nur halb richtig und wichtig, definiert sich eigentlich über die Belastung unseres Gesundheitssystems. Wenn die Kliniken volllaufen und wir die Stationen mit Covid-Patienten voll haben, auf der Intensivstation viele beatmete Menschen sind, dann würde ich sagen, jawohl, das ist ein sehr gefährliches Virus. Denn so definieren wir das. Die Überlastung unseres Gesundheitssystems ist der Marker, nicht die Zahl. Ob das jetzt 0,1, 1 oder 10, spielt am Ende des Weges gar keine Rolle, wenn das Gesundheitssystem der Infektion und der Pandemie nicht standhalten kann. Also ich glaube, die Rückmeldung, die wir bekommen und was wir sehen in den Kliniken, ist ganz klar, wir bewegen uns in einen kritischen Bereich. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Das heißt, die Diskussion um die Letalität, ist das denn gar nicht so gefährlich, ist für mich der falsche Fokus. Wir müssen schauen, wie belastet ist unser Gesundheitssystem, und das ist stark belastet. Und andere Länder sind schon kurz vorm Kollaps. Das muss uns auch klar sein. Ein anderer Zuschauer oder eine andere Zuschauerin bringt folgende These auf. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Noch einmal zum Thema Letalität, dass die Letalität innerhalb Deutschlands in den Bundesländern sehr verschieden ist, was ja durchaus ein qualitatives Datum ist, nicht unbedingt ein absolutes quantitatives Datum. Stimmt das? Und wenn ja, kann man dafür Gründe angeben? Also in Bundesländern ist mir das nicht bekannt, aber zwischen Ländern ist das natürlich so. Also zum Beispiel in Norditalien beispielsweise zu Beginn der Pandemie waren dort im März, April sehr viele alte Menschen betroffen. Das lag an dem, wie dort sich die Infektion initial ausbreitete. Und dann hatte man eine extrem hohe Letalität, die im Bereich von 5 bis 10% lag. In Deutschland zu Beginn waren es eher junge Skifahrer, die zurückkehrten, und da war die Letalität gering. Dann haben sich alle schon gewundert, warum Deutschland das so toll hinbekommt, warum die Letalität bei uns so niedrig ist. Also das muss man sehr vorsichtig sein, das zu generalisieren. Es gibt hier verschiedene Faktoren. Ich sagte es, die Demografie. Also wie alt sind Menschen in einer Bevölkerung? In welcher Phase der Pandemie sind wir? Schützen sich die Risikogruppen? Ja oder nein? Wird viel getestet oder wenig, was diesen Quotienten, ich sagte es, beeinflusst? Also hier sind viele Faktoren, die bei der Letalität eine Rolle spielen. Aber es ist nicht so, dass das Virus irgendwo auf der Welt nach jetzigem Kenntnisstand eine andere Funktion hätte, sich anders genetisch verändert hätte, sodass es dann eine geringere oder höhere Letalität hat. Das kann ich nicht bestätigen. Es gibt jetzt noch eine sehr spezifische Frage zu den PCR-Tests. Es fragt jemand, wie werden die PCR-Tests für die Nachweisführung genau angewendet, und fügt als Erläuterung oder als Hintergrund der Frage hinzu, es wurde teils behauptet, dass diese Tests nicht für diese Art der Verwendung zugelassen sind. Und die, die dies behaupten, haben sich aber nicht im wissenschaftlichen Diskurs gestellt, Fragezeichen. Ja, also die PCR-Teste, um das klar zu sagen, sind das Beste, was wir haben. Das ist ein hochspezifischer Nachweis. Hier gibt es auch manchmal Missverständnisse, dass gesagt wird, naja, vielleicht weist man da ja auch andere Coronaviren nach. Nein, das tun wir nicht. Man weist nur dieses SARS-CoV-2, das neue Coronavirus, mit den PCR-Systemen, die wir zur Verfügung haben, nach. Die sind auch alle zugelassen, die jetzt verwendet werden in den Laboren für genau diese Diagnostik aus Abstrichen aus dem Respirationstrakt. Also das passt schon alles sehr gut. Es kommt immer wieder die Diskussion auf, ob man das Virus nachweist. Ja, wir weisen einen Bestandteil des Virus nach. Das ist eine genetische Information. Das hat nichts direkt mit Infektiosität zu tun. Hier weisen wir die Erkrankung nach. Das heißt, wir zeigen, jemand ist mit diesem Virus infiziert, hat die Erkrankung. Das heißt aber nicht, wie stark die Symptome sind. Das heißt, es ist nur ein Nachweisverfahren, das sehr empfindlich ist und auch sehr zuverlässig ist. Das heißt, in diese Diagnostik darf man Vertrauen haben, auch wenn es immer mal wieder Einzelfallberichte gibt, wo mal was schief geht. Sie müssen sehen, wir haben 1,3 bis 1,5 Millionen PCR-Teste in Deutschland pro Woche. Dass da auch mal was schief gehen kann, ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Das darf man aber nicht überbewerten. Insgesamt ist die Laborlandschaft in Deutschland sehr gut, sehr sicher, und wir können uns auf die Ergebnisse verlassen. Bleiben wir auch noch mal bei den Tests. Sie sagten ja, dass die Antigen-Schnelltests nur jeden zweiten Erkrankten erkennen können. Da fragt dann jemand nach und verweist darauf, dass angegeben wird, dass diese Schnelltests aber mit einer Sensitivität von mehr als 90% operieren.
Die Bitte war, können Sie diesen Sachverhalt erklären? Ja, das kann ich gerne erklären. Ich hatte es so im Nebensatz gestreift. Das eine, was der User im Chat da berichtet, das sind die Angaben der Hersteller. Die Herstellerangaben bei vieler in Deutschland jetzt vertriebenen Antigenteste bewegen sich die Empfindlichkeit, die Sensitivität zwischen 90% und 96%. Die Daten, die in unabhängigen Laboren, ich erwähnte es, erhoben werden, bewegen sich eher im Bereich von 45% bis 60%. Das heißt, hier haben wir eine große Diskrepanz. Und ich würde mal sagen, ich verlasse mich im Augenblick eher auf das, was unabhängige Labore, so wie wir auch, die diese Tests, zwei dieser Teste untersucht haben, herausfinden. Woher diese Diskrepanzen kommen, kann ich im Augenblick nicht erklären. Aber es mehren sich leider auch die Berichte von insbesondere auch Einrichtungen, die viele dieser Antigen-Schnellteste verwenden, dass es dort zu Einschleppungen kommt, die man nicht festgestellt hat. Ich glaube, das wird eine der ganz wichtigen Diskussionen der kommenden Wochen sein, wo Deutschland eventuell seine Teststrategie, die auf diesen Antigen-Testen an der einen oder anderen Stelle basiert und den Herstellerangaben, das anpassen muss. Es gibt jetzt hier zwei Fragen, die ich gerne zusammennehmen will, die betreffen den Abstrich. Ein Hörer oder eine Hörerin fragt, bei dem Kind einer Kollegin wurde ein Corona-Abstrich an der Wange abgenommen. Ist denn dabei viel Aussagekraft zu erwarten? Ist das bei Kleinkindern die gängige Methode? Und dann gibt es eine Frage, die sozusagen genau das Gegenteil nochmal fokussiert. Sie lautet, warum ist der Corona-Abstrich so tief? Wenn es relativ ansteckend ist, sollte man es ja auch über einen normalen Abstrich erkennen können. Ja, also das Thema Abstriche ist extrem wichtig und komplex, wie auch schon im Chat angedeutet wird. Also es ist so, natürlich versucht man gerade bei kleineren Kindern weniger invasiv zu sein. Der tiefe Nasenabstrich, wer den schon mal hatte, weiß, dass das doch eher unangenehm sein kann. Bei Kindern weiß man, dass im Prinzip Abstriche im Mundraum, in der Wange von innen natürlich oder der Rachen, dass das eigentlich ein sehr guter Ort ist, um auch die Infektion nachweisen zu können. Wir wissen aber auch aus Studien an Erwachsenen, dass der tiefe Nasenabstrich, der eben doch durchaus etwas unangenehm sein kann, deutlich empfindlicher im Nachweis ist als zum Beispiel ein Abstrich der Nase nur ganz vorne oder auch der Abstrich vielleicht auf der Zunge mit etwas reduzierter Empfindlichkeit. Das heißt, ja, der Abstrichort kann eine Rolle spielen, aber man muss es natürlich auch an die Situation anpassen, welchen Patienten oder welche Person man jetzt vor sich hat, welchen dieser Abstriche man nimmt. Generell können wir sagen, dass Nase und Rachen und Mundraum alles geeignete Orte sind, um Abstriche zu nehmen. Die Spucke ist da auch durchaus in der Diskussion. Da gibt es auch Studien schon aus Österreich, die nahelegen, dass Spucke da auch sehr gut sein kann. Das wird auch an der einen oder anderen Stelle in Deutschland bereits getestet. Ja, das Thema der Masken, das haben Sie sehr schön auch systematisch dargestellt. Das findet offensichtlich auch doch erheblichen Rückhalt bei uns im Publikum. Vielleicht sind die einen etwas besorgt, weil sie sehr viel Fantasie mit ihren Community-Masken haben walten lassen. Es wird nämlich nachgefragt, ob Sie denn noch mal erläutern können, warum die Community-Masken den Träger wenig oder weniger schützen. Also zum Warum kann ich nichts sagen. Das sind einfach wissenschaftliche Daten, die erhoben wurden. Das ist eine Studie, die vor kurzem aus, also ich sagte eingangs, ich glaube, dass der Blumenstrauß der Masken, die selber her, ist groß. Deswegen kann man das nicht alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, das muss man als erstes mal sagen. Ich möchte auch niemanden demotivieren, eine Community-Maske, Baumwolle oder auch mit schönen Mustern zu tragen, Gott bewahre. Darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, man muss sich klar machen, dass es Studien gibt für Baumwollmasken im Vergleich zu diesem CE-zertifizierten Mund-Nasen-Schutz, die zeigen, der Fremdschutz ist relativ ähnlich. Also ich schütze eine andere Person so um etwa 70%, aber der Eigenschutz, der ist bei den CE-zertifizierten Masken in dieser japanischen Studie 48% und für die Baumwollmasken nur 25%. Das heißt, ich reduziere meinen eigenen Schutz. Die gute Nachricht ist, noch vor 6 Monaten glaubten wir, basierend einfach auf noch zu wenig Daten, dass diese Masken eigentlich einen selber praktisch gar nicht schützen. Also die gute Nachricht ist, ja, sie können einen auch schützen, aber graduell einfach mit Unterschieden. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, eher tendenziell zu einem dieser CE-zertifizierten Mund-Nasen-Schutz überzugehen, aber es kommt sicherlich auf die Situation drauf an. Wenn das Risiko geringer ist, dann kann man sicherlich auch gut mit diesen Baumwollmasken auskommen.
Es gibt noch eine Reihe von Fragen, die den Gebrauch der Masken betreffen. Zum Beispiel eine Frage, da müssen wir wahrscheinlich klären, was genau gemeint ist. Schützen FFP2 oder 3 bzw. auch die chirurgischen Einwegmasken immer noch besser, selbst dann, wenn sie wiederverwendet werden? Also immer noch besser als Community-Masken. Da müssten wir wahrscheinlich rückfragen, was Wiederverwendung heißt. Genau, aber also ist eine Frage, die natürlich immer wieder aufkommt. Das hängt von sehr vielen Parametern ab, kann man nicht pauschal beantworten. Also es ist so, dass es die Tragedauer, die durch Nässung der Masken insbesondere auch während dem Tragen, also wenn ich sie viele Stunden und häufig gesprochen habe, trage, dann kann es schon sein, dass sie ihren Schutz verlieren oder ihre Schutzfunktion sich reduziert. Aber das jetzt vergleichend mit Community-Masken zu machen, ist, glaube ich, sehr schwer. Also generell ist das sind Einwegprodukte im Medizinsektor. Das ist sicher so. Also da versuchen wir, diese Masken oft nicht länger als einige Stunden zu tragen. Und dann werden sie weggeschmissen und natürlich nicht wiederverwendet. Im privaten Umfeld, glaube ich, wenn man mal, ich sag mal, schnell in den Supermarkt geht und dort mal die FFP2-Maske trägt, dann kann man die natürlich einige Tage auch benutzen. Also ich glaube, das ist völlig okay. Man sollte darauf achten, dass sie nicht durchnässt und nicht dreckig wird. Ja, es gibt jetzt eine Reihe von Fragen, das war ja auch zu erwarten, die natürlich auf das virologische Substrat abzielen, aber dann auch schon politische Implikationen haben. Wir können ja mal ein paar aufgreifen und sehen, was wir damit anfangen können. Jemand verweist auf Südtirol. In Südtirol wird Ende der Woche eine Massentestung mit Antigentests durchgeführt. An 3 Tagen sollen ca. 350.000 Menschen getestet werden. Die positiv Getesteten sollen sich unmittelbar in Quarantäne begeben. So soll die derzeitige hohe Welle gebrochen werden. Und dann die Frage an Sie, wie sinnvoll halten Sie eine solche Massentestung? Welche Erkenntnisse kann man sich von einem solchen Verfahren versprechen? Das ist eine interessante Frage. Tschechien ist diesen Weg ja schon gegangen. In Tschechien sind etwa 5 Millionen Antigenteste durchgeführt worden. Auch andere Länder denken darüber nach. Ich glaube, das kann ich mir nach jetzigem Stand vorstellen, dass das eine Anwendung ist, dieser Antigen-Schnellteste. Ich sagte es ja, sie sind nicht so empfindlich, aber sie können in großem Maßstab auch in verschiedenen Orten lokal verwendet werden. Das heißt, ich kann, wenn ein Infektionsgeschehen sehr diffus ist in der Bevölkerung, man nicht mehr hinterherkommt mit dem Goldstandard der PCR-Testung, sicherlich Leute identifizieren, die dann in Quarantäne gehen und eventuell auch eben ihre Kontakte informieren können durch eine große Testung mit diesen Antigentesten. Das ist also eventuell schon eine sinnvolle Maßnahme. Aber was mir wichtig ist, nochmal zu sagen, wir brauchen evidenzbasierte Studien, um die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen auch zu überprüfen. Das heißt, es wird sehr interessant sein, in einigen Wochen auch mal einen Schlussstrich zu ziehen unter das, was Tschechien gemacht hat und zu sehen, was der Nutzen war, um dann sowas auch zu beurteilen, ob das vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der breiten Bevölkerung auch mal eine Maßnahme für Deutschland wäre. Also ich beobachte das mit großem Interesse, kann mir vorstellen, dass die Schwäche dieser Teste in ihrer Empfindlichkeit, die ich als Schwäche klar sehe für Hochrisikobereiche wie Altenheime, Pflegeheime und den Eintrag ins Klinikum, da möchte ich diese Teste persönlich nicht sehen. Aber für diese Art von Testung ist das vielleicht eine Möglichkeit. Es ist ja eine ganz zentrale Frage, wie kommt dieses Virus von dem einen zum anderen. Und da fragen einige dann nach den entsprechenden Maßnahmen, solche Wege einfach abzuschneiden. Eine Frage lautet beispielsweise, was halten Sie von einer koordinierten Quarantäne für alle? Entweder auf einmal oder nacheinander oder in 2 oder 3 Gruppen. Ja, also das sind, glaube ich, Fragen, die natürlich so ein bisschen theoretischer Natur sind. Man kann sich da sehr viel vorstellen, wie man Ketten theoretisch unterbrechen kann. Ist das praktisch im normalen Leben? Können wir das irgendwo durchsetzen? Glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt irgendwelche Wundermaßnahmen zu implementieren. Ich sagte es schon, die Beispiele aus Asien sind eigentlich beeindruckend genug für mich. Wir brauchen gar nicht über China reden, da sind sicherlich die Infektionen offensichtlich auch unter Kontrolle, wobei wir da nicht den tiefsten Blick vielleicht auch reinhaben. Aber Japan, Südkorea, Taiwan sind für mich eigentlich relativ transparente Länder, in denen wir sehen können, dass es eigentlich mit Maßnahmen, die in unser aller Möglichkeit stehen, können wir das Infektionsgeschehen auch zurückdrehen. Ich glaube, das, was jetzt auch die Ministerkonferenz beschlossen hat oder zumindest diskutiert hat, sagen wir so, diskutiert hat und teilweise auf freiwilliger Weise beschlossen hat, wenn wir das alle
Ich sagte es ja in meinem Abschluss auch, wenn wir das alle gemeinsam im gesellschaftlichen Konsens umsetzen, glaube ich, können wir das Infektionsgeschehen sehr gut in den Griff bekommen. Das Virus ganz weg bekommen wir nicht. Das muss uns klar sein. Dazu sind natürlich auch unsere die Heterogenität in der Bevölkerung auch bei allen Maßnahmen immer mitzugehen und natürlich auch die Grenzen, die bei uns ja vielfältig sind, sind wahrscheinlich schwierige Grundvoraussetzungen verglichen mit einem Land wie jetzt Taiwan zum Beispiel, um das umzusetzen. Sie haben das in Ihrem Vortrag auch angesprochen, dass wir jetzt natürlich in keiner guten Zeit sind, anders als im Frühjahr, wo wir den Sommer erwartet haben. Jetzt erwarten wir den Winter. Und tatsächlich kommt eine Frage, die das noch weiter ausdifferenziert. Die Frage fragt nach dem Einfluss eben von Wetter oder sogar allgemeiner Klima und fügt sogar noch UV-Licht als einen weiteren Faktor auf die Virusverbreitung hinzu. Und stellt noch eine Detailfrage hinten nach. Ist das auch ein Grund für Taiwan oder für Südkorea oder gegebenenfalls für afrikanische Länder für geringere Infektionszahlen? Also Letzteres kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich sagte es ja kurz als Streifsatz, dass Afrika mit einem unglaublich jungen Bevölkerung, mit 19,7 Jahren, das halte ich persönlich für den Hauptgrund. Ich weiß nicht, ob dort wirklich weniger Infektionen sind, aber es gibt dort weniger schwer kranke Menschen. Jetzt zum Klima zurück. Also das UV, um das klar zu sagen, man kann im Labor nachstellen, dass UV-Strahlen schädigen diese Viren. Ob allerdings die UV-Strahlung genügend Zeit hat, sage ich erstmal so zwischen zwei Personen, die sich austauschen an der freien Luft, hier einzuwirken auf das Virus, kann sein, muss nicht sein, halte ich für eher spekulativ. Aber die Saisonalität, um es nochmal klar zu sagen, findet mehr auf Seiten des Wirtes statt. Wir verbringen mehr Zeit drinnen. Unsere Schleimhäute sind trockener, die Heizung ist an. Wir lüften die Räume schlechter, mehr Menschen sind auf engem Raum. Das sind alles Szenarien, das wissen wir, die sehr positiv für die Übertragung des neuen Coronavirus sind. Also ich glaube, das sind die Hauptgründe für eine erhöhte Übertragung in den Herbst- und Wintermonaten. Das haben wir auch gesehen auf der Südhalbkugel. Dort bessert sich jetzt gerade die Lage in einigen Ländern. Aber es ist natürlich nur einer von vielen Faktoren, die die Übertragung dieses Virus beeinflussen. Das heißt, umso wichtiger Abstand, Masken tragen, einfach sich bewusst sein, dass Tröpfchen und Aerosole die Übertragungen sind, über die dieses Virus hauptsächlich geht. Wenn uns das allen bewusst ist und ganz tief in unserem täglichen Verhalten auch sich reinzementiert, dann, glaube ich, können wir die Zahlen deutlich verbessern. Sie haben gesagt, dass zu den Risikofaktoren gehört, Mann zu sein. Das hat natürlich entsprechend provoziert und auch die entsprechende Frage ist schon da. Ich würde ganz gerne wissen, ob Sie eine Hörerin oder einen Hörer gestellt haben. Die Frage lautet, was ist der Grund, dass Frauen bessere Verläufe haben? Und dann kommt noch eine nachgeschobene Spekulation. Kann es sein, dass da ein Gen ist, das auf den X-Chromosomen liegt? Können Sie das erklären? Ja. Also in dieser Auflösung kann Mann oder ich das noch nicht erklären. Also es ist so, dass die Verläufe bei Männern eher schlechter sind. Es ist aber auch im Augenblick noch ein bisschen schwierig auseinanderzurechnen, ob das nicht vielleicht auch, dass ältere Männer tendenziell eher Bluthochdruck haben, eher übergewichtig sind, was unabhängige Risikofaktoren. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Dingen. Es scheint so, dass unabhängig von diesen Dingen auch ein Mann zu sein ein Problem ist. Aber was da wirklich genau in der Tiefe des Verständnisses, des Mechanismus dahinter steckt, das weiß die Wissenschaft heute noch nicht. Es gibt eine Frage, die sehr schön ist, weil man aus ihr auch die persönliche Betroffenheit herauslesen kann. Die Frage lautet, als Lehramtsstudentin, also eine Lehramtsstudentin hat diese Frage gestellt, also als Lehramtsstudentin und somit als angehende Lehrkraft würde mich interessieren, wie Sie, Herr Professor Keppler, die aktuellen Maßnahmen an den Schulen bewerten würden. Das ist eine ganz schwierige Frage. Schule fand ich immer schon auch die letzten Monate immer schwer zu beurteilen. Also es ist aus anderen Ländern in Studien bekannt, dass die Schulen, wenn die Zahlen in der Bevölkerung niedrig sind, ist die Schule auch kein Ort starker Übertragung. Wenn aber die Durchseuchung, die Inzidenz in der Bevölkerung zunimmt, dann werden auch zunehmend die Schulen Problembezirke. Was das jetzt heißt, sind Studien, die jetzt auch laufen, zum Beispiel die Kids-Bavaria-Studie in Bayern, die angelaufen ist, wo wir wirklich genau reinschauen mit Kollegen aus dem Haunerschen Kinderspital,
auch, wie sich Infektionen in Schulen manifestieren. Sind sie da, finden Übertragungen dort statt oder finden sie vielleicht eher im Privaten dann statt, wenn sich die Schülerinnen und Schüler nachmittags dann treffen? Oder sind es eher Infektionen, die eigentlich aus der Familie kommen und gar nicht in der Schule stattfinden? Ich glaube, das sind alles komplizierte Fragen. Persönlich, glaube ich, ist die Maskenpflicht in den Schulen eine sehr gute Idee. Ich glaube auch, dass das häufig eher ein Problem der Eltern ist, das wahrgenommen wird. Also meine persönliche Erfahrung aus vielen Gesprächen ist, dass eigentlich Jugendliche und Kinder das Maskentragen eigentlich sehr gut tolerieren können in den meisten Fällen. Damit schützen sie auch die Lehrkräfte, von denen natürlich einige auch Risiko sind. Und wir brauchen die Lehrer, ohne die kann kein Präsenzunterricht stattfinden. Das heißt, das ist natürlich auch ein Respekt und auch ein Schutz, Respekt vor und auch Schutz der Lehrkräfte, die da stattfindet. Und ich glaube auch, dass unsere Doktrin sein sollte, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Ob man das jetzt in Vollpräsenz, Pendelklassen oder zwischendrin auch mal wieder im Online-Unterricht machen kann, das sind sicherlich komplizierte Fragen, die Kultusminister besser in den kommenden Wochen beantworten können. Es gibt eine Frage, die nach meinem Verständnis geradezu rhetorischen Charakter hat. Aber vielleicht sollten wir sie gerade deswegen noch mal aufgreifen, um sie auch noch mal ganz explizit zu beantworten. Die Frage lautet, was denken Sie über die neu entdeckten Impfungen oder Impfungsmöglichkeiten? Halten Sie es für sinnvoll, sich gegen Covid impfen zu lassen? Also für sinnvoll, ohne Zweifel. Es ist eine pandemische Erkrankung, die wir wirklich ohne gute Impfstoffe werden wir die nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Ich hatte ja, glaube ich, in einem meiner Dias dargestellt, dass natürlich es sehr viele positive Beispiele gibt von hoch erfolgreichen Impfungen, an die sich vielleicht die Älteren noch erinnern können. Die Impfungen gegen Polio aus den 50er Jahren, die Masernimpfungen, die dann später kamen. Also das sind natürlich alles riesige Erfolge, Krankheiten, die wir heute kaum mehr sehen, die damals noch extrem viel Leid und Tod hervorgerufen haben. Heute ist die Datenlage noch etwas dünn, es ist vorläufig. Was wir jetzt gehört haben, das sind zwei Pressemitteilungen, aber ich sage mal so, es ist ein Lichtblick, Hoffnung, die wir haben dürfen, dass es gute, potente und sichere Impfstoffe geben wird. Man muss das mit aller wissenschaftlichen Sorgfalt und auch als Ärzte haben wir natürlich diese Verpflichtung, genauso wie die Zulassungsbehörden, die das sehr intensiv prüfen, dass das alles Schritt für Schritt und nach wohl überlegten Kriterien geht. Aber wenn wir bei diesem Punkt sind, dann ja, dann werden Impfungen auch zu empfehlen sein, damit wir alle zusammen einen Immunitätsgrad hervorbringen können, um uns selber zu schützen, andere zu schützen und als Gesamtbevölkerung auch unser Leben wieder mehr Richtung Normalität zu führen. Wenn ich eine Grundlinie herausgreifen darf aus den vielen, vielen Fragen, die wir jetzt gar nicht insgesamt alle aufgreifen können, dann würde ich schon sagen, es herrscht einfach noch eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Also doch ein ganz, ganz deutlicher Mangel an Wissen, der einen dann auch wiederum skeptisch werden lässt. Da fragt beispielsweise jemand, was wurde aus dem russischen und dem chinesischen Impfstoff, der vor bestimmten Zeiten auch mit einem gewissen Aufwand präsentiert wurde. Ist das alles in der Versenkung verschwunden? Und kann es sein, dass es auch mit den Nachrichten jetzt aus Deutschland und den USA genauso passieren wird, wenn jetzt wieder Wochen ins Land gehen? Ja, auch eine sehr wichtige Frage. Natürlich das Rennen im Positiven um die Impfstoffe ist ja schon Ende Januar eingeläutet worden. Und das ist ja auch sehr positiv. Wir haben über 150 Impfstoffprojekte, die auf den Weg gebracht wurden. Die zwei Beispiele, die genannt wurden, hatten natürlich eine gewisse mediale Präsenz vor einigen Monaten. Mir sind keine genaueren Daten zur Effektivität und Sicherheit, die durch unabhängige Wissenschaftler geprüft wurden, der russischen Impfkampagne und der aus China bekannt. Das heißt aber mitnichten, dass sie nicht erfolgreich sind oder waren oder sein können. Ich glaube auch hier können wir nur wirklich fundiertes Wissen gewinnen und auch Aussagen darüber treffen, wenn wir diese Daten haben. Um zu diesem zweiten Punkt zu kommen, nein, da wird keiner dieser mRNA-basierten Impfstoffe wird in der Versenkung verschwinden. Das sind Impfstoffe, die werden natürlich in der westlichen Welt jetzt entwickelt, in Deutschland oder in den USA. Das sind Impfstoffe, die eine hohe
Transparenz haben in der klinischen Phase 3 Prüfung, die jetzt im Augenblick läuft. Diese Impfstoffe werden mit Hochdruck nach vorne gebracht, wie andere auch. Und wir können erwarten, dass wir da sehr genaue Einblicke auch in die Details der Untersuchungen haben werden. Also, dass die wieder verschwinden werden, still und heimlich, das wird nicht passieren. Ja, zum Abschluss will ich vielleicht noch eine sehr globale Frage herausgreifen, die auch einen gewissen pessimistischen Unterton hat. Diese Frage bezieht sich nochmal auf den Anfang Ihres Vortrags, auf den historischen Überblick über Pandemien. Und die Frage lautet, gibt es Gründe zu fürchten, dass schon bald die nächste Pandemie kommt, dass solche Virenerkrankungen in Zukunft häufiger auftreten, dass das zu einem menschlichen Schicksal werden kann? Und können wir überhaupt unsere Art, dagegen anzukämpfen, überhaupt verbessern? Oder werden wir auch in Zukunft solchen Pandemien so ausgeliefert sein, wie wir jetzt Corona ausgeliefert sind? Eine extrem interessante Frage. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, Pandemien gehören zur Menschheitsgeschichte. Wahrscheinlich haben wir seit 2000 Jahren Pandemien. Da gibt es einige Hinweise aus der Literatur, die das nahelegen. Das heißt, ja, wir sind da auf Gedeih und Verderb mit Pandemien verbunden. Müssen wir uns auf weitere Pandemien vorbereiten? Ja. Wann werden sie kommen? Das wissen wir nicht. Ob es noch mal zu unserer Lebenszeit passieren wird, ob es nächstes Jahr passiert, man weiß es nicht. Aber ich glaube, was mich sehr positiv stimmt, diese Pandemie hat uns, wenn man so will, kalt erwischt. Es ist so, dass trotz aller Pandemiepläne, die in der Schublade waren, hat uns die Realität hier eines Besseren belehrt und uns gezeigt, welche Defizite wir haben. Wir haben aber jetzt in den letzten 9 Monaten so viel gelernt als Weltgemeinschaft, wie man sowas anpackt von der Seite der Forschung, welches wissen wir. Es gab Tage, an denen wir 200 neue Publikationen über das neue Coronavirus publiziert. 200 pro Tag. Ja, also es sind mittlerweile über 40.000 Veröffentlichungen entstanden. Das heißt, der Wissenszugewinn ist dramatisch, ist rapide. Und das zeigt uns einfach, dass die Welt ist heute mit ihren Möglichkeiten in Forschung, Medizin und Technik und auch Kommunikation so weit, dass wir, glaube ich, viele Gegner genau analysieren können, Pandemien, und dann auch Mittel dagegen finden können. Ja, diese Pandemie ist fürchterlich und hat uns sicherlich kalt erwischt. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir sie in den kommenden Jahren gut in den Griff bekommen werden. Und wenn eine neue kommt, was wir alle nicht hoffen, dann glaube ich, sind wir deutlich besser vorbereitet. Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Keppler. Wir konnten jetzt nur einen ganz kleinen Teil der Fragen, die uns erreicht haben, aufgreifen. Aber vielleicht haben die Fragen, die wir aufgegriffen haben, doch auch etwas Exemplarisches. Vielleicht machen sie nicht nur deutlich, was die Menschen wissen wollen, sondern vielleicht machen sie auch eine ganz bestimmte Stimmungslage deutlich, wo wir uns jetzt befinden. Und wir können wahrscheinlich sagen, wir befinden uns auf dem Weg. Wir wissen viel, aber wir wissen auch vieles noch nicht. Und wir müssen uns einfach weiter bemühen, immer noch mehr zu erfahren und einfach auf dieser Grundlage, auf der Grundlage echten Wissens mit Corona umzugehen und Corona immer besser zu meistern. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie unserem Publikum Rede und Antwort gestanden haben. Das war sicherlich hochinteressant für viele von uns. Und das war ein tolles Erlebnis. Ich möchte mich auch bei unserem Publikum ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, dass Sie so zahlreich heute zu diesem Auftakt der Corona Lectures, zum Vortrag von Professor Keppler gekommen sind. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe schon gesagt und möchte Sie noch mal daran erinnern, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal anhören wollen, in Ruhe, wenn Sie diesen Vortrag weiterempfehlen wollen, ja, machen Sie das. Wir freuen uns drauf. Der Vortrag wird relativ bald, ungefähr in Wochenfrist, auf dem LMU-YouTube-Channel erscheinen. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, immer dienstags im 2-Wochen-Rhythmus zwischen 18 und 20 Uhr. 9 Vortragsabende insgesamt haben wir vorgesehen. Und in 14 Tagen machen wir weiter und wir bleiben auf dem Gebiet der Medizin. Professor Dr. Ulrich Mansmann wird einen Vortrag halten zum Thema Covid-19 im Herbst 2020, Risiken und Auswirkungen analysieren. Das ist in 2 Wochen, Dienstag, 1. Dezember um 18 Uhr wieder online hier im selben Kanal. Eine Registrierung ist ab sofort möglich.
Und dann würde ich ganz gerne noch einen letzten Hinweis oder eine letzte Bitte an unser Publikum loswerden. Wir freuen uns nicht nur, dass Sie so zahlreich mitdiskutiert haben, sondern wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns ein Feedback zu unserer Veranstaltung geben. Ein Hinweis auf die Online-Umfrage, die auszufüllen wir Sie bitten, finden Sie entweder über den QR-Code, den Sie mit Ihrem Smartphone aufrufen können, oder aber jetzt unter Fragen und Antworten wird auch ein kleiner Link veröffentlicht werden, den Sie anklicken können. Da finden Sie auch unseren Fragenkatalog. Wir würden uns sehr freuen. Dann darf ich mich verabschieden von Ihnen, Professor Keppler, von Ihnen zu Hause oder wo immer Sie sind, an den Monitoren. Noch einmal ganz herzlichen Dank und dann in 14 Tagen bis dahin.